Wir wollen uns heute mal das BookBook Travel Journal von 12 South angucken. Gibt schon eine Weile, aber wir haben noch nie so richtig drauf geguckt. Das ist ein relativ nobles Transportcase fürs iPad und allerhand Zubehör. Also wer viel unterwegs ist und seinen Kram immer zusammensuchen muss, der ist vielleicht mit sowas ganz glücklich. Zunächst mal von außen. Das ist diese gewohnte BookBook-Lederqualität, also ist hochwertig verarbeitet und ist Leder, also wie so ein Buch einfach, deswegen BookBook. Und wenn ihr mal guckt, es ist relativ dick. Also das sieht man auf den Bildern vom Hersteller gar nicht so, aber es ist ein ziemlich fettes Teil. Ich schreibe die Maße nachher in einen Artikel rein, damit ich hier auch allerhand unterkriege. Ich kann reintun sowohl das iPad Mini als auch das große iPad. Wir machen das mal auf und gucken, wie es drin aussieht und wie das dann funktioniert. Ich habe hier jetzt einfach so einen rundumlaufenden Reißverschluss mit einer Lederlasche dran, kann ich gut aufziehen. Klappe es mal auf und es öffnet sich halt wie so ein Buch. Und wenn ihr da innen reinguckt, jede Menge Fächer und Spanngurte und dergleichen. Da muss ich selbst mal gucken, wie man die am besten verwendet. Hier habe ich auch noch ein bisschen Papierkram drin, da schaue ich auch mal gleich drauf. Und hier hinten ist dann das Fach eben fürs iPad, wo das große wie auch das kleine iPad Mini reinpasst. Ich tue mal ein bisschen was rein, wir schauen mal, wie das alles so passt. So, fertig gepackt. Das Ding ist jetzt ziemlich schwer, geht auch einiges rein. Ich mache es mal auf und habe jetzt für mich mal eingepackt, was ich so unterwegs brauchen könnte oder auch oft brauche. Hier mein Kopfhörer, der hängt hier ein bisschen lummelig drin. Wir könnten auch quer über die beiden roten Bänder verteilen. Das seht ihr auf den Produktbildern von 12 South. Aber ich habe es so gemacht, weil meiner ist kleiner und ich brauche mehr Platz. Dafür hier Ladegerät, eine Maus, eine Brille. Auf was ich gleich hinweisen will, auch wenn das Ding ziemlich dick ist, ihr könnt nur auf der einen Seite hier ein bisschen höhere Gegenstände reintun. Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen was höher reintun würde, dann kriege ich es nicht mehr zu. Also übertreiben darf man es nicht, aber so geht schon einiges rein. Der ist jetzt rausgerutscht. Dann seht ihr gleich mal, wie das hier funktioniert. Ich kann das Band so aufmachen, habe hier ein Klett und kann es hier eben wieder zuziehen und dann hängt er da sicher drin. Gummispannbänder hier oben habe ich so Netzgittertaschen. Ihr seht, da sind Visitenkarten drunter. Hier ein Kabel, hier nochmal so eine Tasche. Hier ein, würde ich mal sagen, Geldfach oder dergleichen, wo ihr irgendwelches wichtiges Zeug reintut könnt. Und das Wichtigste da hinten im Eck. Hier habe ich mein iPad drin. Ich habe jetzt gerade das große drin, das 9 Zoll. Das geht hier auch gut rein und raus und das kleine passt sowieso rein. Was ich euch noch zeigen will, das ist gefüttert, also ist ziemlich weich, da wird das iPad gut geschützt und ich habe hier nach vorne einen relativ festen Deckel drauf, also da dürfte es auch keine Stoßschäden und dergleichen geben. Ist wirklich von daher das iPad sicher gut aufgehoben da drin. Kleines Fazit. Ich habe hier meine Utensilien ganz gut aufgeräumt, muss aber auch dazu sagen, ich könnte die ganzen Gegenstände, die hier jetzt drin sind, sicher auch auf weniger Platz unterbringen. Dann wäre es vielleicht nicht ganz so schick, aber und vielleicht auch nicht ganz so gut fixiert und sicher, aber einfach kompakter. So ist es ordentlich und ich kann mich so auch sehen lassen, kann das Ding mal in die Hand nehmen, kann es zumachen, kann es mittragen, habe auch immer alles an einem Fleck. Von daher ist es letztlich Ansichtssache und Geschmackssache, ob man sowas brauchen will. Ob es einem gefällt, ist nicht ganz günstig, kostet 99 €. Aber dafür hat man auch ein, denke ich mal, gut verarbeitetes, wertiges Case für iPad und Zubehör.